Jo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit VfB Stuttgart. Mit dabei ist der Lutz, der jetzt gerade auch schon wundervoll gehustet hat. Wir spielen gegen. Und dieses Husten war so ein Dankeschön, weil er gesagt hat, dass ich auch dabei bin, weißt du. Ja. Wir spielen im Schnee, nicht schon wieder. Nein. Es ist Winter, das passt so. Ja, 20. Dezember, aber trotzdem, guck mal. 20. 24. Nee, hier ist 20. Achso, da ist 20. Dezember auch und nicht November. Wir haben jetzt gerade nicht Weihnachten. Ja, ich bin mit Dezember durcheinander geboren. Ja. Ich dachte, du meinst heute hier unser Tag und nicht diesen da Tag. Ja. Oh nein, Rodriguez. Ah. Schön weggehauen. Na, ja, wer will der Nächste sein? Du da? Du? Nö, du darfst den Ball auch nicht haben. Da will der Nächste sein. Nö. Und hier will jetzt der Nächste sein, da unten. Blub. Ich versuche gerade irgendwie. Okay. Im Schnee. Wir lassen die Aufstellung halt so, wie sie war. Alter, das sieht voll geil aus. Damit werden wir es schaffen. Übrigens hat Lumpzi noch überhaupt kein einziges Spiel FIFA gesehen von FIFA 16. Ja, aber auch mit dem Schnee sieht das so auf dem Boden geil aus. Also. Das heißt, es wird interessant. Vor allem die Figuren, die kommen auch nicht mehr so klein rüber, so, weißt du? Ja, die waren immer vor klein und jetzt so Kopfgröße. Die Kamera ist näher und so. Vielleicht habe ich die Kamera auch einfach näher reingestellt als in FIFA 15. Ja, ich meinte ja nur. Und Hani, gießt dir das erstmal fast durch. Das erkennt man jetzt aber auch besser. Ja, okay, hau mich halt um. Weißt du, bei FIFA 15 hat man so manchmal gesehen, wie das so ein bisschen gehackt hat, wenn die die Beine bewegt haben oder so. Ja. Oder ist das so... Genau, bringt den Ball rein. Harnik kriegt den Ball nicht gegen Castells. Aber Insua schießt den Ball direkt auf Castells. Klappt nicht. Ginchek nochmal. Ach, oh, das ist unser gegnerisches Tor. Ja. Ich war gerade voll nicht dabei. Schade. Ich war gerade voll nicht dabei. So. Okay, wir gehen mal auf Offensiv. Gerade gegen Wolfsburg. Guck mal, HD live. Ja, ich weiß. Und das am 20. Dezember. Ich weiß. Und, Logik. Und hier, Stuttgart ist sogar die beste Abwehr der Liga. Stuttgart sind wir. Gegentor. Die beste Abwehr der Liga kriegt einfach direkt ein Gegentor. Okay. Ja, gut. Hätte ich davon mal nichts gesagt. Okay, hab wir gehen mal auf sehr offensiv. Ich hoffe mal, dass mich hier Lutz jetzt nicht zu sehr ablenkt. Und Tanik. Auf Schwab, Schwab. Nein! Rodriguez hält den Ball auf, okay, gut. Wie war das nochmal? Das war über die Linie. Ach ja. Hummels, ja! Nein! Nein! Der Ball war nicht ganz über der Linie. Nein! Das meinst du vielleicht? Nein, der war über die Linie, das meinte ich. Wo er über die Linie war, aber nicht gezählt hat. Ja, wo du meintest, der war über der Linie. Das war der auch. Der war über die Linie. Leute, darüber diskutieren wir jetzt wirklich schon 2 Jahre lang. Könnt ihr mal bitte ein Ende machen? Ich pack das Video unter die. Nee, jeder hat ja, denke ich mal, mein 100 Abonnenten Special, das Best of da gesehen gehabt. Der Ball war nicht über der Linie. Doch. Macht Pause, so dran, wo der da auf dem Boden ist, und dann seht ihr, dass er über der Linie so, war. Das haben wir so oft gemacht. Der Ball war nicht ganz über der Linie. Nicht gut genug, damit er das als Tor zählt. Doch. Ah, der Draxler hier. Oh. Foul. Nein. Ach, das gibt noch nicht mal eine Karte. Ja, okay. Ich dachte, das ist schon rot. Das ist so gesehen eine Ecke, ne? Ja. Wenn man so überlegt. Super. Gut. So, oh, ich dachte jetzt, er bekommt den Ball. Ich dachte auch, dass mein Gegner jetzt den Ball bekommt. Ach ja. Okay. Insua. Leg den Ball auf Kostic. Klingelingeling. Und? Maxim? Ginchek! 1-1. In der 26. Minute. Die Nummer 33 macht sein 14. Tor im 16. Spiel, glaube ich. Der sieht aus wie so ein, okay, ich bin weiß.
Dr. Jäger ist ja immer noch in der Bundesliga mit 14 Toren jetzt nach 16 Spielen. Das ist okay, oder? Das jo. Ist okay. Jo. Ja. Vor allem bei FIFA finde ich ja immer noch geil, wenn die Figuren da so sind und dann haben die so einen offenen Move wie gerade, ne? Und dann, die machen den einfach nicht zu. Ah, doch, manchmal machen sie den. Ja, aber so. Wie gerade halt, der hat den nicht zugemacht. Die ganze. Draxler. Ginter klärt den Ball jetzt aus. Diesmal haut er Draxler nicht um. Da, der. Da schon wieder. Okay. Du bist auf meinem. Okay, jetzt nicht mehr. War ich gar nicht. Dann war es irgendwas anderes. Die blockieren immer meinen Torhüter. So, Kostic. Leg den Ball weiter zu Ginczek. Ginczek, komm. Rodriguez ist dazwischen. Schade. Das wäre so schön jetzt gewesen. Das hätte perfekt gepasst. Egal, du hast Einwurf. Ja, aber ich hätte auch einen Angriff haben können. Ich hätte fast wieder ein Tor schießen können dann. Egal, das passt schon. Wird schon alles gut gehen. Panik. Übrigens habe ich auch gerade vor der Aufnahme mal die Verträge hier erneuert. Oder versuche jetzt halt sie zu erneuern mit Schwab, Panik und Niedermeier. Weil wir die sonst. Yeah! Alter Schwab! Ach, schon wieder der, oder? Ach nee. Nee, Schwab, was für ein geiles Tor! Ja, der hat sie irgendwie gerade von der Seite dasselbe Gesicht. Oh. Nein, da kam gerade einfach nur noch der andere kam noch dazu mit zum Feiern. So. Dein erstes Tor in der Bundesliga. Wunderschön. Beide mit Daniel fangen an. Das ist doch schön. Weil oh, da ist Daniel. Oh, wie ist das schön. Aber jedenfalls habe ich versucht, also versuche ich jetzt gerade die Verträge zu verlängern, weil die drei nur noch 7 Monate Vertrag haben und natürlich über 24 sind. Das heißt, wir könnten sie ansonsten vertragslos verlieren. An dem würde ich gerne entgegenwirken. Naja. Mal schauen, wie das wird. Jetzt gleich haben wir ja eh erstmal, glaube ich, dann. Glaubt er. Glauben heißt nicht wissen. So ein bisschen Pause, Spielpause und. Jawohl. Da kriegen wir jetzt den Einwurf in Sua auf Kostic. Der auf in Sua, der auf Seredier, der zurück zu Insua. Insua wird gelegt. Das muss rot gehen. Okay, nein. Gelb. Höchstens gelb. Das gibt gelb, ja. Das sieht man schon, wie er zu ihm hinläuft. Das gibt gelb. Für Trash, glaube ich. Und es hieß auch, ich soll mir Trash für die Abwehr kaufen. Ich glaube, der ist zu teuer für die Abwehr. Und dazu man Schwab, kann ja gucken. Ja, ich habe eigentlich überhaupt kein Geld mehr zur Verfügung. Ja, ich meine nur, man kann erstmal gucken, wie viel der kostet. Muss ja nicht unbedingt sofort holen, nur erstmal so drauf zusparen, weißt du? Ja, aber ich finde auch, glaube ich, Schwab ist doch gut genug, dass man den gar nicht ersetzen braucht. Und zur Halbzeit steht es einfach 2:1. Wolfsburg hat ein Tor geschossen und kein einzigen Schuss aufs Tor. Wie geht das? Hä? Wolfsburg. Ach so, ein Tor kein und Schuss. Wie geht das? Naja, die haben ja keine Versuche, sondern getroffen direkt. Also. Ja, aber das ist ja ein Torversuch. Das ist ein Torschuss. Es zählt aber nicht als Schuss. Doch, es zählt als Torschuss. Ja, es ist Torschuss, eigentlich. Aber nicht als Schuss. Nein, Torschuss sind Schüsse aufs Tor. So viel ich weiß, also ich selber jetzt, meine Schüsse sind nur Versuche. Nein, das sind ganz normale Schüsse. Aber da gibt es ja noch Schüsse aufs Tor. Und das sind alle, die so aufs Tor gehen, egal ob sie dann drin sind oder nicht. Eigentlich. Aber du hast halt ja auch 4 Schüsse und 2 Tore. Also. Ja, ich habe ja auch öfters daneben geschossen. Ja, okay. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Also. Egal. Auf jeden Fall. Komischerweise haben sie ein Tor gemacht, ja, okay. Ohne ein einziges Mal aufs Tor zu schießen. Ja, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich hatte zum Beispiel 3 Torschüsse. Davon ging aber einer hat den Torhüter ja gehalten. Ganz am Anfang den. Mhm. Und die anderen beiden Schüsse aufs Tor gingen rein. Ja, so, gut. Langerack. Dann war das vielleicht kein Schuss, den er da gemacht hat. Vielleicht kannst du ja. Dann ist er vielleicht ins Tor geflogen. Vielleicht kannst du ja jetzt mal gucken, ob da ein Schuss steht oder so, weil. Ja. Er hat ja jetzt aufs Tor geschossen. Ah, Caligiuri. Nee, mach ich nicht. Und Rodriguez. Ricardo Rodriguez. Es ist zwar der Gegner, aber das ist ein geiler Pass. Alter. Huse. Nein. Ball weg da.
Pfui, aus, pfui, Double. Puh. Puh. Nein, nicht immer noch. Niedermeier, perfekt. Und jetzt hast du Gegner den. Gegner. Nein! Was war das jetzt? Okay, abseits. Oh Gott. Alter. Das war knapp. Zum Glück stand der da im Abseits. Ey, der Torwart heißt wie ein ehemaliger Schulleiter von mir aus der alten Schule. Langerack? Nein, Kruse. Das ist kein Torhüter, das ist der Stürmer. Kruse? Ja. Oh, ich dachte, das wäre der Torwart. Sah gerade nee, so aus. Der Torhüter ist Langerack, der ehemalige Dortmunder. Nee, der ist nämlich gerade rückwärts zum Tor gegangen, deswegen sah es gerade so aus. Oh nein. Oh. Aber ohne Scheiß, Herr Kruse. Komm schon, Rodriguez. Wir brauchen den Ball hier gegen Rodriguez. Harnik schafft es nicht. Oh, und Gentner gerät schon mal nichts aus. Einwurf 34, 64. Minute. Alles okay. Ja, ich hoffe, entweder bleibt das 2-1, also wir müssen das halten, oder wir schaffen noch What ein Tor. What the fuck? Oh, abseits. Ja, oder wir schaffen noch ein Tor, ne? Ja. So, okay, wir wechseln jetzt erstmal aus. Nein, nicht Spiel fortsetzen. Ach Gott. Maus, nervig. So. Und zwar hat Ginczek wirklich mal eine Pause verdient, dafür packen Ginczek. Wir Traoré rein, den Pokalhelden. Im letzten Spiel hat er ja wirklich... Aber eins verstehe ich immer noch nicht, also... Warum haben Fußballer so komische Namen? Ich weiß es nicht. Und Baumgartel kommt auch rein für Niedermeier. Ohne Scheiß, jeder Fußballer hat so komische Namen. Naja, fast jeder. Ja gut. Müller ist ja so. Standard, also... Und Schwab... Gentner? Nein, verliert den Ball gegen Arnold. Seredi, perfekt. Maxim. Und da ist Traoré. Ist er durch? Nein. Weißt du? Castells hat den Ball vorher. Ha, das wäre jetzt so schön. Stell dir vor, die Fußballer machen das, was ihr Nachname auch sagt. Und dann stell dir mal vor, Schweinsteiger. Oh. Okay. Ja. Ja, ein bisschen komisch. Fällt mir gerade mal so ein. Langerack. Was? Oh, aber ist wieder so ein Flachwitz. Was ist passiert? Warte. So. Gerade erstmal gerade ein bisschen durcheinander, die ganzen Worte. Schürrle. Kostic. Och Gott. Klose. Das, die, ja, doch. Ach, Klose. Aber nicht der Klose. Oh. Ein anderer Klose. Das ist ein Innenverteidiger hier. Klose. Spielt er nicht in... Lazio Rom. Echt? Ja. Hat er nicht mal in Bayern gespielt? Ja, hat er mal. Irgendwann mal, vor 10.000 Jahren. Aber hatte, ne? Ja. Ja. Und Wolfsburg hier mit dem nächsten Freistoß. 75. Minute, 15 Minuten noch. War Klose eigentlich in der WM dabei, in der letzten, die gewonnen haben? Was? Die letzte WM, wo Deutschland gewonnen hat, war da eigentlich Klose dabei? Weiß ich jetzt gar nicht. Reus war auf jeden Fall nicht dabei, das weiß ich. Reus war irgendwie verletzt oder so, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, 2010 war seine letzte. Ja. Ich glaube schon. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Vorsicht! Weg damit! Weg damit! Oh. Also, kann es sein, dass er ausgestiegen ist aus der WM? Nein, er ist aus der Nationalmannschaft raus. Mein Gott. Ja, meinte ich ja. Ja. Ja, sei doch froh, dass du eh kein Gegentor bekommen hast. Ja, es hilft aber nicht, wenn du mich in den letzten 10 Minuten auf einmal so ablenkst. Und ich dann hier sitze und auf einmal so Fehlpässe mache. Zum Glück kann ich beides. Wenn ich mal irgendwas spiele. So, Harnik. Jetzt aber. Letzter Angriff. Vielleicht nochmal ein Tor. Oder vielleicht auch nicht. Oder er lässt einfach den Ball weiter. Er bleibt einfach stehen und der Ball rollt einfach weiter weg. Okay. So, Gentner. Bringt den Ball rein. Und Castells hat den Ball. Nein. No, baby, no. Okay, Gentner. Was? Oh. Wir kriegen Freistoß, okay? Warum auch immer. Seredier legt den Ball auf Traoré. Traoré müsste eigentlich jetzt mal ehrlich ein Tor schießen. Das hat er sich langsam mal verdient. Aber Werner auch. Und Werner macht es. Wow, 3-1 gegen Wolfsburg. 3-1 in der 87. Minute. Also, wir haben gewonnen. Jetzt haben wir wirklich gewonnen und... So. Wir haben keine Chance mehr. Nee, wir haben 3 Minuten noch und wir müssen 2 Tore schießen. Arnold. Arnold.
Bash. Ah. Baumgartel. Also es wäre schon schön, wenn Gentner. Die nur ein Tor haben. Also. Rodriguez. Baumgartel. Knoche. Oh, okay. Oh, die kriegen einen Freistoß. Diese die kriegen einen Freistoß. Noch. Oh mein Gott. 2 Minuten noch. Ja. Oh. An die Latte. War das Latte? Ja. Sah gerade kurz aus wie Pfosten. Och nee, nicht schon wieder. Warum mache ich denn immer so Fehlpässe, wenn ich da den Ball. Okay, sehr ready. Also was? Die. Alter. Knoche. Waren sich gerade noch 3 Minuten. Waren sich gerade noch 3 Minuten? Ja. War aber 5 Minuten fast. Ja, weil der den Angriff noch durchlaufen lassen muss. Ach so, ja, stimmt. Okay, Leute. Das war ein guter Sieg. 3-1. Yeah. Also, das war mal ein. Trotz Ablenkung. Etwas dezenterer Sieg. Ein bisschen offensichtlicher. Ich bin nicht schuld, dass er abgelenkt wurde. So, aktuell ist aus England, brauchen wir gerade nicht. Wir gucken mal rein in den Kalender. Ja, jetzt haben wir erstmal keine Spiele mehr. Bis hierhin. Das heißt, wir können mal ein bisschen simulieren. Und sind gerade wieder auf dem ersten Platz. Wenn Schalke jetzt auch verliert. Ach, wartet. Vertragsangebot abgelehnt, okay. Panik will ich schon mal nicht, weil ich das. Ich kann halt das Geld, was die haben wollen, kann ich nicht zahlen. Wenn wir nicht so ein. Das Geld dafür haben. Und hier würden sich viele verbessern. Dann machen wir das einfach mal. Gucken wir uns das mal an. Ginter, in Manndeckung besser. Traoré an Abschluss und Schusskraft. Perfekt. So muss das. Okay. Dann gehen wir mal noch weiter. Und die anderen. Schwab hat auch den Vertragsangebot abgelehnt. Und auch Niedermeyer, weil alle die Gehaltsforderungen nicht haben. Ja, geil. Nationaltrainer, Offerte in Kanada. Kanada will ich jetzt nicht unbedingt. So. Und wir trainieren nochmal. Wieder mit genau demselben Jahr kommt. Die können jetzt erstmal ein bisschen trainieren. 3, 2, 1, frohes Neues! Ginter auf der 79. Perfekt, Alter. Jetzt haben wir einen richtig guten Innenverteidiger. Also, Ginter. Hast du geguckt, wie viel der eine kostet? Trash. Mhm. Nee, hab ich noch nicht. So, erstmal haben wir hier nämlich jetzt einen Scout-Abschlussbericht für Bakambu. Der wurde gesagt, den sollen wir uns holen. Wert 7,5 Millionen. Alter, wie sollen wir uns den denn leisten? Wie sollen wir uns die denn alle leisten? Okay, vielleicht wenn wir irgendwie verkaufen oder so, aber. Ja, jetzt gerade ist er nicht drin vom Preis, ja. So, dann gehen wir jetzt mal. Erstmal Trainerstelle bei Dortmund. Dortmund will uns haben als Trainer, aber. Das. Nee, das geht nicht. Da ein Transferangebot für Ginczek. Da willst du ja in Dortmund arbeiten, also. In dem Team Dortmund arbeiten, das geht ja nicht. Nee. Alter. Ginczek wird einfach. Wir könnten Ginczek verkaufen und 20,5 Millionen Euro bekommen. Wir machen es mal so, wenn wir 40 Millionen für den bekommen, dann kann er gehen, aber sonst nicht. Also 40 Mille. Ist schon. Warte mal, der kommt aus. Ach nee, der wird an Schalke verkauft, oder was? Schalke will den haben. Ach so. Weil ich will ihn ja eigentlich nicht verkaufen. Schalke soll dahin gehen, wo was weiß ich ist, irgendwo. Okay. Irgendwo hin. Aber nicht hierhin. So. Schalke braucht. Transferangebot für Serenier. Schalke braucht nicht unsere Spieler hier. Ferrati ist schon wieder zu nehmen. Weg. Und Simone Scuffet hat ein kleines Gehalt. Scuffed. Also Scuffet. Scuffet. Den hier könnten wir überlegen zu leihen. Wir könnten uns überlegen, den hier zu leihen, wenn ja. Ich sag doch, die haben alle komische Namen. Aber da muss ich mal gucken. Also jetzt gerade erstmal nicht. Ah, wir haben noch ein Transferangebot für Serie. Wenn das gut ist, dann nehme ich das an. Wenn das Transferangebot gut ist, dann könnten wir überlegen, das anzunehmen. Andererseits aber dann auch 2,9 Millionen. Okay, der ist auch schon 31. Wir machen ein Gegenangebot von 3,5 Millionen. Wenn die das annehmen, dann nehmen wir es an, oder? Ja. 3,5 Millionen, das sollte ja eigentlich klar. So ungefähr.
Weil 31 Jahre alt ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Nein. Und wenn der jetzt ausfallen sollte, dann hätten wir hier natürlich immer noch einen Kroezo. Sind zwar schon viele nach unten, aber gut, die kann man dann auch so ein bisschen trainieren. Hier nochmal Flachodimos und Baumgartel können sich jetzt nochmal gut verbessern. Und Flachodimos im Vorwärtsstellungsspiel, ja okay. Bald werden wir mal andere trainieren. Dann gehen wir mal nochmal durch. 23 Millionen wollen sie uns für Gincheck geben, also jetzt ehrlich, nee, für 23 Millionen geht der nicht weg. Nee, das ist der Topscorer der Liga. Den werden wir nicht ziehen lassen, nicht an den Liga-Konkurrenten. Nicht wirklich. Und wir sind erster Platz, wir bleiben einfach erster. Welche Punkte von 30, 12, 11, 23, 2, 5, 10, 17. Okay. Okay, ich wollte irgendwas noch machen. Stimmt, ich wollte mal gucken, ob wir ein bisschen mehr Gehalt uns anbieten könnten. Wenn die das machen, ne? 10 Millionen, sagen wir einfach mal. Dafür schaffen wir aber auch die Champions League Qualifikation und kommen hier in ins Viertelfinale. Vielleicht sagen sie ja, okay, 10 Millionen, haben wir nur mal da. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ach, haben wir noch locker. Ist ja nicht so viel Geld. Angesichts ihrer guten Leistung und des Vertrauens, das wir in sie haben, sind wir bereit, das Transferbudget um die von ihnen genannte Summe aufzustocken, nämlich 10 Millionen. Mal im Ernst. Wenn ich arbeiten würde und mein Chef einen E-Mail, Brief, was auch immer, schicken würde, ich müsste einen Tag oder eine Woche warten, bis er überhaupt antwortet. Das war ja auch ein Tag. Ja, das war ja eine Zeit. Das ist... Du musst ja eigentlich länger als einen Tag warten. 3 Millionen für Titan. Sagen wir mal 3,5 Millionen, dann nehmen wir es an. Bei manchen Chefs muss ja sogar 3 Tage warten. Und der direkt so... Lalala. Ja, das war, ich habe ja Tage simuliert. Das heißt, es war ja auch nach ein paar Tagen. Hier siehst du, das so. War am 7. Also ich habe einen Tag gewartet und es ist klar, dass die hier schnell antworten. Es ist ja während der Transferphase. Die ist ja jetzt nicht 10 Jahre lang. Weißt du, so, ja, wir haben noch ein bisschen 10 Millionen für dich. Was? Harnik wird den Verein verlassen. Oh. Okay. Harnik wird den Verein verlassen, das heißt, wir müssen schon mal ohne Harnik planen die nächste Saison. Wer ist das nochmal? Ach, der. Ach, scheiße. Hat es den nicht vorhin irgendwie gekauft oder so? Nee, ich habe versucht mit ihm zu verlängern, aber er wollte es nicht annehmen. Also, das wird schon mal schwer. Hier mit dem Bolivien, ja. Okay, 3,5 Millionen nehmen sie an. Ist eigentlich FIFA nicht so gleichzeitig Manager und... Ja, das hier schon, die Karriere, ja. Die ist das schon. So, Matthias Ginter, wir werden hier nochmal... Ich meint aber jetzt auch so ein bisschen, wenn er auch spielt. Wen packen wir denn dafür mal raus? Ja, das ist ja Manager hier gerade. Wir könnten Langerick mal verbessern, um einen Punkt noch irgendwie. Aber das dauert zu lange, nee. Wir nehmen mal noch mit dazu hier jetzt Werner. Der muss sich durchsetzen. Der kriegt ein bisschen mehr Ausdauer und alles dann dadurch. Okay. Wow, Baumgartel verbessert sich wirklich in allen Bereichen. Beide hatten ja schon die 72. Das wird gut. Und wir haben nicht mehr lange, glaube ich, bis dann überhaupt die Transferphase vorbei ist. Deswegen würde ich einfach mal sagen, damit ihr überhaupt auch noch so ein bisschen was habt, in die Kommentare haben wir noch 2 Wochen. Könnt ihr mir dann mal in die Kommentare schreiben. Ich werde dann jetzt vielleicht, kommen dann die nächsten 2 Tage keine Folgen oder so, weil ich erstmal auf eure Kommentare warten möchte. Aber ich habe ja eigentlich schon nur Kommentare hier. Einmal Akambu. Ja, wobei ich glaube, da kommen auch jetzt nicht mehr wirklich viel mehr. Wir könnten uns jetzt halt mal Trash angucken. Trash. Da. Könnten wir ja mal scouten, auf die Wunschliste packen und mal gucken. Der hat aber eine schlechte Form, also das ist schon mal nicht so gut. Und nochmal gucken, was für Spieler wir vielleicht verkaufen könnten. Erstmal gucken wir mal nach dem Alter. Also Serie D
mit 31, ich finde trotzdem, den brauchen wir eigentlich noch. Jetzt abgesehen halt, wenn jetzt den Kleinen könnten wir verkaufen. Ja. Den bieten wir immer auf, alle auf die Kleinen. Auf die Transferliste, genauso auch hier Niedermeyer. Denn Niedermeyer mit Daniel kann ich nichts mehr machen. Weißt du, ehemaliger Schulleiter Herr Kruse. Und ein Lehrer in meiner jetzigen Schule. Herr Klein. Ja. Niedermeyer, Vertrag läuft in. Wir versuchen ihn mal noch zu verkaufen, aber ich denke mal, da wird sich niemand anbieten, weil der ansonsten auch dann vertragslos wechseln könnte. In einem halben Jahr. Sancic. Ja, nee, den behalten wir. Oder Sancic? Sancic, so wird er ausgesprochen. Nicht Sancic, sondern Sancic. So herum. Sicher? Ja. Schwab behalten wir. Kruse. Die Leihe könnten wir eigentlich schon beenden, aber nee. Oder? Ach komm, ja. Hier. Hau ab. Haben wir ein bisschen mehr verbleibendes Transfer-Gehaltsbudget. Und davon können wir uns dann nämlich jetzt. Spielerleihe abgelaufen, ja, hier. Kruse habe ich nie spielen lassen, deswegen, der hat mir nur so gesehen Geld weggenommen. Scuffé, hier, Cedric, Bakambu. Die beiden kann ich löschen. Oh, nach Vertragsablauf könnte ich hier versuchen zu verpflichten. Könnte ich das hier auch? Nein, schade. Gut, dann streiche ich den mal von meiner Wunschliste. Den hier kontaktieren wir mal nach Vertragsablauf. Mal gucken, ob der vielleicht annehmen würde. Er wäre ein Rotationsspieler, ja. Ja, komm. Wir machen Rotationsspieler. Vielleicht nimmt das ja an. Und dann noch Cedric Bakambu. Den kontaktieren wir jetzt mal für eine Laie. Für ein Jahr. Und nach dem Jahr würden wir. Okay, machen wir 2 Jahre und nach dem Jahr würden wir 10 Millionen für den zahlen. Jo. Ist doch hart. Warum nicht? Wenn er 26, dann brauchen wir den eh nicht mehr, dann ist er nämlich alt, dann verkaufen wir den dann. Nein, dann machen wir nichts weiter mit dem. So, jetzt hoffen wir mal noch auf Antworten. Transferangebot für Flachodimos. Tyton ist gewechselt. Okay, sehr gut. Und der hier 2-Jahres-Leihe nach St. Pauli. Ja, okay, komm. Okay, komm. Flachodimos, du wirst jetzt für 2 Jahre verliehen. Jetzt haben wir überhaupt keine Torhüter mehr. Wir haben jetzt einen Torhüter verliehen, einen verkauft. Wir haben nur noch Langrack. Wenn sich jetzt jemand verletzt, dann haben wir Pech. Ja. Für Baumgehalt? Oh nein, möchte den momentan nicht ausleihen. Okay, dann bieten wir den hier aber mal. Einen wichtigen Stammspieler. So, zack. Wichtiger Stammspieler, aber mehr kann ich ihm nicht geben. Und dann versuchen wir hier mal Baumgartel, was wollen die für uns geben? Eine Kurzleihe. Ja, okay. Eine kurze Leihe. Für 3 Monate oder so kann man mal machen. Und wo bleibt denn das Geld? Vielleicht kommt es am nächsten Tag wieder. Ja, aber ich soll das doch schon seit... Ja, aber ich meinte... Ach so, Angebot annehmen hätte ich vorher mal machen müssen. Oder so. Jetzt habe ich es. Ich stell mal vor, ich hätte jetzt einfach die ganze Zeit gewartet, so, wo bleibt das Geld? Ende der Saison. Oh, und dann hättest du das Geld nicht. Ja, Anfrage zu Dings. Und hier machen wir auch einfach mal... Wir kontaktieren die jetzt. Sie wollen die nicht verleihen. Okay, dann machen wir doch einfach mal eine Anfrage für 9 Millionen. 9,5 Millionen. So. Vielleicht verkaufen die denn ja für 9,5 Millionen. Wahrscheinlich wird das dann genau so eine so ein Flop wie den letzten Spieler, den ich mir verkauft habe. Derzeit ist der, da können wir nicht. Okay, dann halt. Dann behalte ich mir den halt auf der Wunschliste. So. 2 Spieler sind verliehen. Wer denn alles? Ach nee, einen habe ich ja verkauft. Einen habe ich ja verliehen. Wo ist der andere hin? Hey. Ach ja, Baumgartel habe ich ja auch verliehen. Gut, dann mach ich Wade so mit und dann noch hier. Wen nehmen wir denn hier jetzt? Maxim trainiert weiter Freistöße.
Freischussvarianten. Ja, komm. So. Alles simulieren. Jawohl, Traorin hat Schusskraft verbessert. Ginter in der Grätsche und Maxim fast in den Fernschüssen. Das ist perfekt. So. Jetzt finde ich aber endlich. Jakpa nimmt an. Gut, dann hätten wir nächsten Monat, ab nächstem Jahr Linksverteidiger neu noch. Neben Insua und Hector, aber ich glaube, daneben brauchen wir keinen mehr. Wobei wir ja nächstes Jahr wahrscheinlich international durchstarten wollen. Dann bräuchten wir schon noch jemanden. Ja, gut, das machen wir einfach mal. Ja, komm, den nehmen wir noch mit an. Und verkaufen noch an Jovi. So, Innenverteidiger haben wir einige. Vier Innenverteidiger. Die drei Innenverteidiger haben wir verliehen. Das ist schon krass. So, auf Transferliste packen. So. Und Heise packen wir auch einfach mal auf die Transferliste, falls er ankommt. Falls er will. So. Hector, Insua und dann Jakpa. Das sollte klappen. Wie sind denn die Jobangebote? Gladbach will uns, Lazio Rom will uns haben, Turin, Florenz. Ja, uns wollen alle haben. Wir sind toll. Mich nur, ja. Oha. Australien, ja, hier aber nur Scheiße. Wo kann ich das denn jetzt anwählen hier? Hä? Ach so, Transferverhandlung. Laufende Verhandlung. So. Nehmen wir an. Und jetzt hoffen wir einfach mal noch, dass Bakambu annimmt, dass wir das auch noch klären können hier. Inakzeptabel. 12, ja komm. Wir zahlen 10,5. Sie wollen 12,5 haben, aber ich spiele nur 10,5. Ich bin Bad Boy. Bad Boy, Bad Boy. What you do, what you gonna do, do, do. Georg Niedermeyer wird den Verein verlassen. Ja, geil. Nach Hertha BSC Berlin. Okay. Wir werden nur verlassen, wir werden allein gelassen. Ja. Ja, das reibt sich. Wir werden nur verlassen, wir werden nur allein gelassen. Aber egal, er geht erst in einem halben Jahr und in einem halben Jahr. Er ist dumm, dass er geht. Guck mal, er wechselt zu diesem Verein hier. Zum 11. verwechselt er. Und wir sind da oben, wir sind auf dem 1. Mit uns wird er ja nächstes Jahr international spielen. Wenn wir gewinnen. Sogar in. Meinst du, wir fallen noch weiter runter als der 6. Platz? Mit dem 6. Platz haben wir ja auch international. Ja, okay, stimmt auch. Also, international bleiben wir ja. Von daher. Hummels! Hummels. Ja, ist nach Barcelona gewechselt. Schau vor, das wäre in echt so, ey. Ja. Dass alle immer nur 6. So. Dann bieten wir dem halt 80.000 und wichtiger Stammspieler. Vielleicht nimmt das dann ja an. Weißt du, Fußball ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber Fußball ist wie Sklaverei. Ist so. Okay, Leute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wir spielen im nächsten Part gegen 1. FC Köln. Im nächsten Part wird Lutz, glaube ich, nicht mehr dabei sein. Tschüss. Ich werde euch vermissen. Klammer auf, nicht Klammer zu. Und damit bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Nein, ich werde euch vermissen. Euer Mr. Panda. Tschüss. Und Lutz.